Let's Play Skyrim Dawnguard, den ersten großen Story-DLC für Skyrim. Mein Name ist Michael Obermeier, mit mir hier Daniel Veit. Hallo zusammen. Ja Leute, wie haben wir das hier zum Laufen gekriegt? Dawnguard gibt es heute nur für Xbox Live am 26. Oktober. Alle anderen Versionen kommen erst später. Ihr seht hier wir Dawnguard. Wir haben zwar erst Juni, aber macht ja nichts. Was habe ich gesagt? Oktober. Nah dran, 26. Juni. Bin so aufgeregt. Wie haben wir das zum Laufen gekriegt? Das gibt es eigentlich noch nicht auf Deutsch. Also jeder, der das am deutschen Xbox-Marktplatz sucht, findet es nicht. Ihr findet es auch nicht auf Englisch. Also es taucht einfach gar nicht auf. Dawnguard hat aber genau wie alle anderen Xbox Live DLCs die Eigenart, wenn man es mit einem ausländischen Account kauft, kann man es anschließend mit einem deutschen Account auf der gleichen Konsole weiterspielen. Also ich warne aber davor, Leute, euch jetzt nicht wahllos ausländische Accounts anzulegen, das kann ins Auge gehen. Wenn man dabei erwischt wird, kann man im schlimmsten Fall seine Konsole verlieren, die wird einem dann gesperrt und das ist doof. Da kommt auch so eine Taskforce von Microsoft und holt die Konsole persönlich ab bei euch zu Hause und tritt euch dann auch noch vors Schienbein. Nein, deswegen könnt ihr ja bei uns das gucken, das ist gefahrlos und ja, es geht los. Wir spielen so meinen Charakter, der mir wie aus dem Gesicht geschnitten scheint. Der sieht aus wie ich, nur mit einem anderen Gesicht. Erklär uns doch mal was zu deinem Charakter. Wer ist es? Was hat er schon erlebt? Also man muss nicht unbedingt alles erzählen, was er erlebt hat, aber beschreib doch mal. Das ist Garen Stormcaller, ein Name, auf den ich total stolz war, bis ich 5 Minuten nach Spielbeginn gemerkt habe, dass die Stormcloaks die andere Fraktion in dem Spiel sind. Daraufhin habe ich geschworen, sie auszurotten. Das habe ich auch gemacht. Also ich habe den Bürgerkrieg zugunsten des Imperiums entschieden. Ich bin der Archmage von Winterhold, ich bin der Harbinger von den Companions. Und ich habe die Dracheninvasion auch schon abgewendet. Und da ist meine geliebte Begleiterin und Ehefrau. Something has shifted in the moons, brother. Also nennt dich Bruder. Good to see you. Ihr habt eine sehr merkwürdige Beziehung. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ich nehme sie jetzt mal mit. Was ich nicht genau weiß, ist, ob in Dawnguard Begleiter unterstützt werden. Das war ja in Fallout zum Beispiel so, da hatten die keinen Text und dann konnten die gar nicht mitkommen. Jetzt muss ich ganz kurz im Blitz umziehen-Menü, sondern die einmal wegnehmen und es ihr dann wieder geben. Dann müsste sie nämlich alle Sachen wieder. Also du hast Skyrim durchgespielt und dein Charakter hat im Prinzip alles schon erreicht. Ja, oder nicht ganz. Also ich habe zum Beispiel die, diese, wo habe ich es denn? Wo ist das blöde Schild jetzt hin? Bin ich jetzt doof? Wo ist denn das Schild hin? Ich habe die, hier. Ich habe die Diebesquest nicht gemacht. Also hat sich eh schon umgezogen. Warte mal, ich kann jetzt hier nochmal die Sachen abnehmen. Und ich habe die, wie heißt die, diese Mörderbruderschaft habe ich auch nicht gemacht. Die dunkle Bruderschaft. Genau, die habe ich auch nicht gemacht. Also nehmen wir das hier mal ab. Und jetzt geben wir ihr nochmal das Schild. Glass Shield, Gif. Und dann kann ich jetzt aber hier den Quatsch, den lasse ich jetzt hier zu Hause. Brauchen wir ja eh nicht. Ich habe es auch noch nicht geschafft, mein Schmiedeskill so hochzukriegen, dass ich so Sachen bauen kann. Jetzt speichert er gerade noch. Ja, wie kommen wir jetzt überhaupt nach Dawnguard in diese Quest? Man hat mir gesagt, wenn man über Level 10 erreicht hat, dann hört man von Stadtwachen, dass irgendwo was mit Vampiren ist oder so. Und ich glaube, wir gehen jetzt auch mal nach draußen und befragen die Stadtwachen. Auf geht's. Hier ist übrigens mein Haus in Solitude. Einsamkeit in der deutschen Version. Aber wir haben ja nicht die deutsche Version, genau, weil die erscheint ja erst in einigen Wochen. Wir spielen das übrigens, also auch das Spiel, auf dem wir das hier spielen, ist die UK-PEGI-Version. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Trick, den ich am Anfang angedeutet habe, ob der auch funktioniert mit der deutschen Fassung. Das müsste, vielleicht, wenn das jemand in den Kommentaren ausprobiert hat, könnt ihr das in die Kommentare reinschreiben. Also wir spielen das hier mit einer PEGI-Version, die ich mir irgendwie vor einem halben Jahr bestellt hatte. Und das ist also die englische Fassung von diesem DLC. So. Ist jetzt am Start, ja. Kann ich jetzt hier auch mal wieder umrüsten. Mein Charakter ist so eine Mischung aus Nahkämpfer und Magier. Ich konnte mich nicht entscheiden, aber da mache ich einfach beides. Helm auf dem Kopf. Jetzt schauen wir mal, müssen wir irgendwie zu Wachen hinlaufen. Mal schauen, ob die uns was zu sagen haben. Was ist hier? Kind? Nichts? Nein. Wo sind denn die Stadtwachen? Für alle, die sich fragen, was eigentlich aus Kermit von und zu, wie hieß er, Lurchi von und zu Kermit Haus geworden ist, unserem Charakter aus dem Let's Play Skyrim auf GameStar.de oder im GameStar.de YouTube-Kanal, den haben wir zugunsten von Michis schon weiter fortgeschrittenen Charakter aufgegeben. Da hörst du.
In the old fort near Riften. Might consider joining up myself. Aha. Okay, siehst du, Map updated, started Dawnguard. Also Richtung Riften. Wenn wir hier das Dings aufmachen, Dawnguard, Häkelchen, das machen wir mal aus. Speak with the leader of the Dawnguard. Dann kann ich jetzt da direkt hinlaufen, hinreisen. Du machst die Schnellreise, bist du wahnsinnig? Mein Pferd ist tot. Oh, ja dann nimm die Beine in die Hand. Mein Gott, das wäre ja, wär ein bisschen weit. Es hatte nämlich, oh, warte mal, wo ist das jetzt? Ist das hier? Custom Destination? Nee, ich glaube, die war vorher schon da. Riften ist doch hier unten irgendwo. Ja. Dann gehen wir noch nach Riften. Es gibt jetzt auch Mounted Combat. Also du kannst jetzt auf dem Pferd auch kämpfen. Das habe ich ausprobiert. Danach war das Pferd tot. Irgendwas falsch gemacht. Du musst das Schwert halt auf die Gegner und nicht dein Pferd in die Seiten reinschlagen. Ach so, ja. Ach so. Es könnte übrigens sich erschweren, dem Vampirorden beizutreten, denn ich und meine Ehefrau in diesem Spiel sind beide Werwölfe. Das könnte also, vielleicht wird man da nicht aufgenommen, wenn man da ist. Wissen wir aber nicht genau. So, jetzt sind wir schon falsch, weil es ist ja vor Riften. Also gehen wir mal raus. Und gucken mal, was ist mit der Dawn. Die Dawnguard sind, soweit ich das verstanden habe, irgendwie so eine Art Vampir-Jäger-Orden, also die Guten. Mhm. Wobei, weiß man, ob die Guten sind? Vielleicht ist das so ein zwielichtiger Haufen. Man kann sich auch entscheiden, ein Vampir-Lord zu werden, oder? Da musst du dich im Laufe des Add-ons jetzt irgendwann für eine Fraktion entscheiden, wie auch für die Imperialen oder die Sturmmäntel, beziehungsweise die Imperials und die Stormcloaks für unsere englischen Zuschauer, falls es da welche gibt. Muss man sich hier jetzt wohl entscheiden, werde ich der große Vampir-Lord oder werde ich der große Anti-Vampir-Bekämpfer? So, und jetzt? Ich hätte ja eine Präferenz und ich hoffe, du machst das auch. Du willst Vampir werden? Natürlich. Das ist aber voll blöd. Dann kann man tagsüber nicht raus und sieht voll hässlich aus. So quasi so wie ich in echt. Vielleicht ist es so ein Twilight-Ding, dass er tagsüber schon raus kann, aber dann glitzert. Also so wie du in echt. Jetzt gucken wir mal. Ihr könnt es nicht sehen, aber Michi glitzert ganz fürchterlich gerade. Aber oh. Ihr wollt es auch gar nicht sehen. Jetzt? Nee, oder? Was, ein Drache? Hast du dich alle kaputt gemacht? Ja, die gehen ja nie so richtig weg. Na toll, hallo? Bin jetzt erwischt. Bam. Hast du den jetzt kaputt? Na, hau ich jetzt. Das bringt mich wahrscheinlich eher um. Ich bin übrigens einer von den Leuten, die in Skyrim den Kampf immer aus der Außenperspektive machen, weil ich mich total schwer tue, aus der Ego-Perspektive Leute zu treffen. Du tust dich auch schon im Alltag total schwer in der Ego-Perspektive. Ja, kaputt. Das geht schnell. Was hat er dabei? Ich lasse diese blöden, was ist ein Ebony Arrow, der hat die Dings gerade reingeschossen. Ich lasse das Zeug jetzt hier liegen, weil ich habe das ganze Haus voll mit diesen Drachenschuppen und habe immer noch nicht den Schmiedeskill, um damit was zu machen. Musst du nicht noch irgendwie seine Power endlich aufnehmen? Ach, da kommt schon. Das habe ich ordentlich weggehoovert. Ich habe auch, glaube ich, noch ein paar so Dragon Shouts, die ich noch upgraden kann. Ja, jetzt aber. Man darf scheinbar echt nicht weglaufen. Dann. Der läuft eh recht schnell, oder? Hast du denn Laufskill irgendwie hochgepusht? Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal, ich bin mir sicher, ob ich diesen einen Perk habe, mit dem man, also das ist eigentlich alles schwere Rüstung. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich so einen Perk habe, mit dem ich dagegen immun bin, dass da schwere Rüstung ist. Oh, wer ist er? Important deliveries to make. No time for chatting. Okay. Und du läufst auch so in der Third-Person-Perspektive immer rum durchs Land, oder? Das mache ich jetzt, weil, ich weiß nicht, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wie es euch angenehmer ist? Ich finde First-Person viel angenehmer. Ja? Ja. Oh, das wirkt immer so gehetzt, wieder? Wenn man ihm beim Joggen zuschaut. Da sind schon wieder lauter rote Dinger. Warte mal. Den Feuerball. Oh. Ach, süß. Wo ist der andere? Ja. Das mit deiner Frau, die ist ein bisschen langsamer als du. Der hat auch einen Bogen. Sag mal. Der gute Wolf. Wo ist er? Da ist er. Okay, das war das. Das ist ja ganz schön weit weg. Ich war hier hinten auch noch nie. Ich weiß übrigens jetzt auch gar nicht, ab welchem Punkt da das Land irgendwie neu aufgesperrt ist oder so. Oh, gibt es denn da jetzt auch neue Bereiche oder ist das in dem normalen Land nur mehr Dungeons oder Schlösser? Hä? Sprich, bewegt man sich in Dawnguard jetzt in einem komplett neuen? Scheiße! Was denn? Der hat gar nicht auf mich geschossen, der hat auf diesen Fuchs geschossen, oder? Ja, kommt davon. Ja, jetzt ist er tot, ne? Ja. Ist zu essen dabei? Nö, nö, das ist ja alles Schrott. Hier wird es schon ganz schön kalt. Oh, zapfig, dann sind wir schon falsch gelaufen, oder? Muss auf die Karte gucken. Da müssen wir hin. Wir sind jetzt, aber wir sind schon vorbei.
Bin ich jetzt doof? Kannst du ranzoomen noch ein bisschen? Aber jetzt gucke ich doch hier nach oben. Ja, es ist irgendwie links von dir. Also zumindest auf der Map. Das stimmt doch irgendwas nicht. Warte mal, kann ich da nicht einfach direkt hinspringen? Oder ist das jetzt hier so ein Geheimland, wo ich... Da kann ich nicht hin. Das musst du erst erkennen. Also jetzt ist es ja hinter dir, ne? Das ist bestimmt weit im Gebirge drin. Lauf doch mal den Pfad weiter. Ich laufe jetzt auch den Pfad weiter. Oder rechts hier so hoch vielleicht? Da. Ja. Hm. Könnte ja, sein, das sieht gut aus. Wird auch irgendwie eine Burg angezeigt. Aber da geht's dann rechts weg. War da nicht schon mal irgendwie... Also diese Burg ist ja schwarz, das hab ich, die habe ich noch nicht erkannt. Wo ist denn die Jägerin? Ach, die ist da unten. Du sagst du deiner Frau, wo ist denn die Jägerin? Sie nennt dich Bruder, du nennst sie die Jägerin. Ja, wir haben und ihr seid beide Werwölfe, ihr habt eine ganz schön merkwürdige Beziehung. Ein bisschen unorthodox. Habe ich dir schon mal erzählt von unserem Beziehungskrach, den wir hatten? Von dem im Spiel jetzt? Ja. Nee. Dass ich sie einmal mit dem Feuerball getroffen habe und sie daraufhin so getan hat, als wären wir nicht mehr verheiratet. Aha. Guck mal, das könnte das hier sein. Sehr interessant. Und seitdem ist unsere Ehe auch irgendwie, ich möchte sagen, verbuggt. Nee, das ist aber hier falsch. Ist denn das Beacon? Das ist ja falsch. Wo sind wir denn jetzt? Ja, falsch. Das ist aber... Da lauf doch mal Luftlinie auf den Anzeiger zu. Einfach so. Ja. Wird schon gehen. Irgendwie ist der Radar, glaube ich, kaputt. Oh. Schwierig mit Luftlinie hier. Ich fürchte, dass da irgendwas im Argen ist. Eventuell hat dieser ganze Trick von wegen, wir ziehen uns das aus dem US-Store runter, doch nicht so toll funktioniert, weil vielleicht ist da jetzt Meilen- und Kilometerangaben durcheinander gekommen. Ah. Dieses verdammte metrische System. Blickt da kein Mensch mehr durch. Alter, gib mir doch nicht. Dann laufe ich jetzt hier wieder den ganzen Weg zurück. Da stimmt doch irgendwas nicht. Vielleicht hier rechts. Warte mal ganz kurz, habe ich nicht, dass ich da noch irgendwas Zweites anhab? Nee. Also hier knickt es aber nach rechts weg. Das heißt, dreh dich doch mal hier so. Ja, sieht gut aus. Ja, guck an. Dayspring Canyon. Ach, okay. Das ist wahrscheinlich so, dass das die ganze Spielwelt wieder in so einer abgeschlossenen Instanz spielt. Das ist aber bei den Fallout-DLCs auch immer so. Aha. Wo das quasi so ein eigener Canyon ist. Kann sein, also ich weiß es nicht. Aber das ist ja dann ein ganz schön großer Canyon, wenn der... Schau doch mal auf die Karte. Da, aber guck mal, die Ayla kann mit. Schau doch mal auf die Karte. Ach, das ist jetzt das hier quasi alles. Das ist also quasi alles, was hier so im Nebel ist, ist quasi dieser Canyon. Aha, okay. Also das ist dann von der anderen Welt scheinbar abgegrenzt. Das ist, ich hoffe, warte mal, funktionieren denn so die Sachen noch? Ich habe nämlich ein paar so coole Sachen, wie ich kann ja diesen Drachen zur Unterstützung rufen, der total super ist, wenn man irgendwo draußen kämpft, weil der brutzelt halt dann als Luftunterstützung alles weg. Ich hoffe, den kann man hierher rufen, weil sonst habe ich ein Problem. Hm. Ach, das ist aber hübsch mit den Eiszapfen. Oh, wer ist das? Oh, hey there. You here to join the Dawn Guard too? Truth is, I've never done anything like this before. I hope you don't mind if I walk up with you. Hey, don't tell Isran I was afraid to meet him by myself. Not the best first impression for a new vampire hunter, I guess. Er will also auch zur Dawn Guard und Vampirjäger werden, aber da haben wir es ja jetzt schwarz auf weiß, die Dawn Guard sind die Vampirjäger. You've probably killed lots of vampires, huh? I'm sure Isran will sign you right up. I'm not sure he'll take me. I hope so. Was hat man denn davon, wenn man da mitmacht? Gibt es da eine Menge Sold oder Ruhm und Ehre? Weiß ich nicht, also ich hatte... Must be it. Fort Dawn Guard. Ui. Wow. Bigger than I expected. Oh, okay. I heard what's going on. The vampires, the Dawn Guard, all of it. I wanted to help, so here I am. Er ist ein bisschen nervös. Er wird bestimmt auch sofort gefressen vom Vampir. Meinst du? Ja, eigentlich schon. Oh oh. Das ist nie ein gutes Zeichen. Oh, da ist doch einer. Guck mal.
Durak, der übt ein bisschen. Durak. The Dawn Guard is looking for anyone willing to fight against the growing vampire menace. What do you say? We're vampire Gegenfrage. Hunters. We search out and destroy those blood-sucking scum wherever we find them. You're not paying attention then, like almost everyone else around here. Haven't you heard that the Hall of the Vigilance was destroyed by vampires? They never took the threat seriously, and now they paid the price. Was ist denn die Hall of Vigilance noch gleich? Fucking hell. The Vigilance mostly hunt down Daedra worshippers, which is why they got torn to pieces when they went against vampires. That's why our leader, Ezron, is re-establishing the Dawn Guard. Real, serious vampire hunters. Das sind diese Vigilance of Standard, die immer rumlaufen im Land, die dann immer sagen. Ezron's going to like you. He's up the hill in the fort. He'll decide if you're Dawn Guard material. Okay, der sagt dann, ob wir mitmachen dürfen oder nicht. Aber der war schon mal recht zuversichtlich. Bei ihm, er ist skeptisch. Ela ist auch noch da, gut. Der will auch Vampirjäger werden. Ist bestimmt der Klassenbeste. Rudi, der Vampirjäger-Elch. Das war auch so eine Zeichentrickserie, die hat es nicht so weit geschafft. Nee, ist nach dem Pilot. Aber die erste Folge war echt ganz nach geil. Nach dem Pilot aber abgesetzt worden wegen unnötiger Gewalt. Ja, genau so. Der erste Film. Ezron will decide if you've got what it takes. Go on, he's right inside. Okay. Gucken wir da mal rein. Also scheinbar kann man Begleiter mit in den DLC reinnehmen, was auch nicht sonderlich überraschend ist, weil alles, was die ganze Zeit sagen, ist ja eh immer nur Achtung, gefährlicher Gegner voraus oder sowas sieht man nicht alle Tage. Mehr Text haben sie ja nicht. In den New Vegas Add-ons, da hatten die ja immer riesen Text, die sie zu erzählen hatten. Das ist aber hier scheinbar egal. The Vigilance and I were finished with each other a long time ago. You know why I'm here. The Vigilance are under attack everywhere. The Vampires are much so who are you? What do you want? Ja. Hätte man jetzt auch ausreden lassen können. Der hat mich einfach angequatscht. Ach so. You heard right. I'm glad word's finally starting to get around. But that means it won't be long before the Vampires start to take notice as well. I need someone out in the field taking a fight to the damn Vampires. While we're getting the fort back into shape. Tolan was telling me about some cave the Vigilants were poking around in. Seemed to think it was related to these recent vampire attacks. Tolan, tell him about, what was it? Dim Hollow. Yes, that's it. Dim Hollow Crypt. Brother Adelwald was sure it held some long-lost vampire artifact of some kind. We didn't listen to him any more than we did Ezron. Was at the hall when it was attacked. That's good enough for me. Go see what the vampires were looking for in this dim hollow crypt. With any luck, they'll still be there. Here, you should take a crossbow. Good for taking out those fiends before they get close. Feel free to poke around the fort and take what you need. There isn't much yet, but you're welcome to anything you can use. I'll meet you at Dim Hollow. It's the least I can do to avenge my fallen comrades. Tolan, I don't think that's a good idea. You Vigilants were never trained for... I know what you think of us. You think we're soft, that we're cowards. You think our deaths proved our weakness. Stendar granted you do not have to face the same test and be found wanting. I'm going to Dim Hollow Crypt. Perhaps I can be of some small assistance to you. You there, boy. Stop skulking in the shadows and step up here. What's your name? My name is Agmir, sir. Do I look like a sir to you, boy? I'm not a soldier, and you're not joining the army. Yes, sir. Ezron. Didn't I tell you to step forward? Farm boy, huh? What's your weapon? My weapon? I mostly just use my paw's axe when wolves are attacking the goats or something. My paw's axe. Stendhal, preserve us. Don't worry.
I think we can make a Dawn Guard out of you. Here, take this crossbow. Let's see how you shoot. Crossbow? I've never... A crossbow. Best thing for killing vampires. Just take a few shots at those crates over there. Die sind ganz schön verzweifelt, oder? Mhm. Ich schmeiß mal kurz, ich glaube, ich gebe ihr lieber mal diesen, diese Armbrust. Guck mal zu ihm rüber, wie er schießt. Geht doch, oder? Er trifft immerhin die Kisten. Also wenn er jetzt einen kistenförmigen Vampir begegnet. Ich habe von meiner T16 aus Wombraten erschossen. Die waren auch nicht größer. Ich glaube, ich gebe jetzt mal kurz die Armbrust. Weil mein Fernkampfskill unter aller Kanone ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Warte mal, Crossbow, 21 Damage. Give. Den Vornamen hast du auch von George Lucas, oder? Garan. Ja, könnte sein. Warte mal, Steel Bolts sind für die Armbrust alle. Hat sie, guck mal, das ist auch besser als ihr Bogen, hat sie gleich angelegt. Top. Boah. Ja, was sollen wir machen? Wir sollen für die Dawn Guard, die scheinbar jeden Dahergelaufenen nimmt, eine Höhle untersuchen, in der scheinbar Vigilants of Stendar abgeschlachtet worden sind und da einem anderen Stendar-Vigilant-Typen zur Seite stehen. Und ich würde sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an von Let's Play Dawn Guard. Wer dieses Video auf GameStar.de sieht, zum Hinweis, wir spielen das komplett durch, allerdings nicht im GameStar.de-Kanal, sondern in unserem Let's Play-Kanal GameTube. Wenn ihr eh schon auf GameTube guckt, dann seid ihr hier genau richtig, nämlich hier geht's weiter. Und wir sehen uns dann im zweiten Teil von Let's Play Dawn Guard zu Skyrim. Bis dann, ciao. Tschüss.